neuen Jahr 2016. Für Sie teilweise das Jahr der Entscheidung, wenn Sie hier die Klausur mitschreiben. Denn wenn Sie die bestehen, können Sie Handelsrecht und haben schon mal eine Sache, die Sie abhaken können. Warum? Wir haben am Anfang des Semesters geguckt, was müssen Sie im Handelsrecht wissen. Und das ist hier im Gesetz checklistenmäßig definiert. Sie müssen kennen Kaufleute. Weiß jemand von Ihnen nicht, wer ein Kaufmann ist? Sehen Sie, 100% Punkt abgehakt. Sie müssen wissen, die Regelungen zum Handelsregister, und zwar nur die Publizität, und das heißt nur § 15 HGB. Hat jemand von Ihnen § 15 HGB noch nie gehört? Nein. Kennen Sie? Haben wir auch gelernt. Sie müssen kennen Prokura und Handlungsvollmacht. Können Sie sich daran noch erinnern? Ja, Vertretungsmacht im Handelsrecht. Und last but not least, allgemeine Vorschriften über Handelsgeschäfte und Handelskauf. Das haben wir auch letztes Jahr gemacht. Und damit können Sie laut dieser Liste alles, was man überhaupt in seinem ganzen Leben im Handelsrecht beherrschen muss. Sie können jetzt also als Anwalt in der Großkanzlei anfangen. Um Sie aber weiter auf diesen Job als Staranwalt oder Staranwältin vorzubereiten, haben wir noch immer vom letzten Jahr das Thema M&A, Mergers and Acquisitions, die Millionendeals. Sie erinnern sich, damit haben wir im vergangenen Jahr aufgehört. Und zwar haben wir uns angesehen, § 25 HGB. Und da haben wir gesehen, die für Sie wichtige Regelung steht in § 25 Absatz 1 Satz 1 Handelsgesetzbuch. Wichtig, hier ist es entscheidend, dass Sie den Satz mitzitieren, weil der Absatz 1 hat zwei Sätze. Das sehen Sie. Und ähnlich wie bei 8.12 haben die einen komplett verschiedenen Inhalt. Satz 1 betrifft Schulden. Jemand verkauft ein Unternehmen und hat Schulden, dann gilt Satz 1 und der Erwerber haftet für die Schulden. Hat er Ansprüche gegen jemanden, also ist er Gläubiger, greift Satz 2 und Satz 2 sagt, gegenüber den Schuldner des Unternehmens gelten die Ansprüche als übergegangen. Gelten als übergegangen heißt, aus Sicht der Schuldner wird so getan, als hätte eine Abtretung stattgefunden. Das heißt aber nicht, dass eine Abtretung fingiert, es wird nur so getan. Klar, Satz 1, der Verkäufer als Schuldner, Satz 2, der Verkäufer als Gläubiger. Und Sie müssen den richtigen Satz zitieren. Wir haben uns auch angeguckt, § 25 Absatz 2. Absatz 2 betrifft Abweichungen von Satz 1, das heißt, entweder will der Erwerber nicht für die Schulden des Veräußerers haften oder der Erwerber soll nicht befugt sein, Forderungen der Schuldner einzutreiben. Und dann muss das entweder individuell mitgeteilt werden, im Sinne von Achtung, neuer Inhaber des Unternehmens ist Herr sowieso, aber bloß nicht an den Zahlen. Oder es muss im Handelsregister eingetragen und bekannt gemacht werden. Das ist einer der wenigen Fälle, wo die Eintragung konstitutiv ist. Die Vereinbarung ist nur dann wirksam, wenn sie eingetragen und bekannt gemacht wird. Und 25 Absatz 3 regelt dann, was gilt, wenn die Firma geändert wird. Vorher hieß es Schuhe Müller und jetzt heißt es, weiß ich nicht, Schuhreparatur Schmitz. Dann wird die Firma nicht fortgeführt und dann haftet der Erwerber nur dann, wenn eine besondere Vereinbarung vorliegt. Und wir haben uns dann diesen tollen Beispielsfall angesehen. Sie sehen das, diesen tollen Weihnachtsshop hier. Und wir haben gesehen, die Firma ist nicht dieses Norsk IT, sondern die Firma ist das, was hier ganz unten drunter steht, Computer Components GmbH. Weil das ist die Firma. Das hier ist nur
eine Bezeichnung von einer Internetseite. Und wir haben gesehen, die Firma hieß früher mal Alfelder Bug Computer Components AG. Jetzt heißt sie Computer Components GmbH. Und wir haben uns gefragt, ob Computer Components GmbH eine Fortführung von Alfelder Bug Computer Components ist. Und wir haben dabei festgestellt, dass der schlaue Leser nicht auf Computer Components guckt, sondern auf Alfelder Bug, weil er sich fragt, wofür steht dieses Bug, weil das in Großbuchstaben geschrieben ist. Da wird der Blick hingeleitet und da ist der verständige Leser auch hingeführt. Und weil dieser entscheidende Teil nicht fortgeführt ist, würde man nie auf die Idee kommen, dass dasselbe Unternehmen ist. Und deshalb ist das keine Firmenfortführung. Erinnern Sie sich daran? Das haben wir letztes Jahr gemacht. Und jetzt die Fortsetzung. Und zwar dieses Schema. Wir brauchen zunächst ein Handelsgeschäft. Und um Sie jetzt völlig zu verwirren, Handelsgeschäft in § 25 bedeutet nicht dasselbe wie in § 343. Handelsgeschäft im Sinne von § 25 heißt nichts anderes als ein Unternehmen. Ein Synonym für Unternehmen ist hier mal Handelsgeschäft. Warum der Gesetzgeber es so gemacht hat, weiß man nicht. Die haben halt ein bisschen schlampiger gearbeitet im 19. Jahrhundert. Dann brauchen wir einen Erwerb unter Lebenden. Auch da dürfen Sie das Wort Erwerb nicht überbetonen. Erwerb heißt nicht sowas wie Übereignung, sondern Erwerb heißt einfach nur, dass jemand anderes den Laden weiterführt. Wie kann das passieren, ohne dass eine Übertragung erfolgt? Ganz einfach, man verpachtet das gesamte Unternehmen. Dann kann der Pächter das Unternehmen führen, wird aber nicht Eigentümer. Er ist nicht Inhaber der Forderungen, er ist nicht Eigentümer der Möbel, sondern er ist einfach nur Pächter. Mehr ist er nicht, schuldrechtlich. Auch das ist ein Erwerb unter Lebenden. Kein Erwerb unter Lebenden liegt vor, wenn man von Todeswegen das Unternehmen erwirbt, das heißt durch Erbfall. Im BGB gibt es einen Paragraphen 1922, der sagt, mit dem Tod gehen Vermögen und Schulden auf den Erben über und dazu gehört dann auch das Unternehmen. Alles andere ist ein Erwerb unter Lebenden. Es ist sogar egal, ob die Geschäfte wirksam sind. Also auch ein nichtiger Vertrag kann ein Erwerb sein. Hauptsache, es wird tatsächlich fortgeführt. Fortführung heißt, es muss nicht alles genauso laufen, aber es muss so nah dran sein, dass es aus Sicht des Verkehrs weitgehend identisch ist. Was heißt das? Im Zweifel selbe Geschäftsräume, selbe Mitarbeiter, selbe Werbekampagne. Dann hat man eine Unternehmensfortführung. Es muss nicht alles gleich sein. Es kann sein, dass die Werbung sich ändert, aber die Räume gleich bleiben. Dann wird geguckt, was wird der Durchschnittskunde sagen? Ist es noch dasselbe oder ist es was anderes? Und jetzt kommen wir zum letzten und entscheidenden Merkmal, die Firmenfortführung. Sie erinnern sich ganz düster, in der dritten Stunde haben wir über die Firma gesprochen. Die Firma ist nach § 17 der Name des Kaufmanns. Das heißt, die Bezeichnung muss gleich bleiben. Das hat zunächst mal zur Folge, dass diese Regelung nur für kaufmännische Unternehmen gilt, denn nur Kaufleute haben Firmen. Eine Partnerschaftsgesellschaft, eine BGB-Gesellschaft, ein Kleingewerbetreibender, ein Arzt, die führen alle keine Firma. Eine Firma kann nach § 17 nur ein Kaufmann führen und damit kann diese Regelung für Kaufleute gelten. Zweitens, die Firma muss fortgeführt werden. Das muss aber nicht 100% identisch sein. Es reicht, dass aus Sicht des Verkehrs das so übereinstimmt, dass der Verkehr sagt, das ist derselbe Inhaber. Der Verkehr muss also gucken und sagen, ist das Gleiche. Gut. Der den Schwerpunkt des Unternehmens bildende wesentliche Kern, was das ist, hängt vom jeweiligen Unternehmen ab.
Das kann zum Beispiel bei einem China-Restaurant relativ einfach sein, wenn die Dekoration des Raums gleich bleibt. Dann sagt der Kunde, ist das Gleiche. Ja? Es muss nicht der Koch gleich bleiben, es muss nicht die Speisekarte gleich aussehen. Hauptsache die Deko ist gleich, dann denkt jeder Kollege, ist dasselbe China-Restaurant. Demgegenüber kann das bei anderen Unternehmen durchaus diffiziler sein. Also bei einem Internetshop ist schon die Frage, woran erkennt man da, was das Unternehmen ausmacht? Gleiche Telefonnummer zum Beispiel, gleiches Auftreten oder gleiche Internetadresse. Das sind Indizien für die Fortführung des Unternehmens. Was ist jetzt hier passiert? Weiß man nicht. Und ich habe Ihnen mal hier ein paar Indizien aufgeschrieben. Die Räume zum Beispiel, das Personal, die Branche, die Adresse, das Logo, das Bankkonto. Und wie gesagt, all das sind Indizien dafür, dass jemand meinen würde, ach, ist doch das Gleiche. Und wenn das in der Klausur dran käme, müssten Sie also alle Aspekte suchen, die gleich geblieben sind und fragen, reicht das für einen Dritten, um davon auszugehen, dass es dasselbe Unternehmen ist. 157 BGB kennen Sie alles. Firmenfortführung kommt es darauf an, gleicher Klang oder gleiche Bedeutung. Wenn Sie die Firma durch ein Synonym ersetzen, dann ist das unschädlich. Ebenso egal ist es, wenn Sie einen Nachfolgezusatz verwenden, wenn Sie also zum Beispiel sagen, Erben, also zum Beispiel heißt die Firma Schuhe Christoph Müller EK, und Sie schreiben dahinter, fortgeführt durch seine Erben. Dann ist dieses fortgeführt durch seine Erben aus Sicht des Verkehrs irrelevant, weil der Verkehr guckt so lange Sachen nicht an, der guckt nur auf den Anfang und da steht Schuhe Christoph Müller und damit ist die Firma unverändert geblieben. 25.2, wichtig, Sie brauchen eine Vereinbarung zwischen den Parteien. Und Sie brauchen Eintragung und Bekanntmachung. Und das muss zudem rechtzeitig erfolgen. Was heißt rechtzeitig? Nun, rechtzeitig, was ist denn hier los? Rechtzeitig bedeutet, es muss erfolgen, bevor die Übertragung erfolgt ist. Also spätestens im Zeitpunkt der Übertragung muss die Eintragung und Bekanntmachung erfolgt sein. Wenn das später erfolgt, nützt Ihnen das nichts mehr. Was ist denn das hier? Ja. Komisch. Hier tut sich jetzt gar nichts mehr. Ja, und dann haben wir noch Paragraph 26 HGB. 26 HGB impliziert zunächst mal eine ganz einfache Aussage. Allein dadurch, dass Sie Ihr Unternehmen weiterverkaufen und den Erwerber erlauben, dass er Ihren Namen weiterführt, werden Sie nicht aus der Haftung entlassen. Sie haften auch dann, wenn jemand anders Ihren Laden weiterführt, weiter, weil Sie haben ja die Schuld begründet. Denn sonst hätten Sie einen Schuldnerwechsel gegen den Willen des Gläubigers. Und Sie wissen vielleicht noch aus dem BGB 414, 415, für eine Schuldübernahme muss immer der Gläubiger zustimmen. Deshalb, sagt 26, haftet der Veräußerer weiter, aber er wird privilegiert, denn er haftet nur für 5 Jahre. Wenn die Forderung erst danach gerichtlich eingeklagt wird, kann man ihn nicht mehr verklagen. Also 5 Jahre ist seine Haftungshöchstgrenze. Der Gesetzgeber hat das gemacht, um sicherzustellen, dass man als Unternehmen auch rauskommen kann und nicht den Laden immer dicht machen muss. Das heißt, er will den Unternehmer, der ein einzelkaufmännisches Gewerbe betreibt, privilegieren, indem er seine Haftung auf 5 Jahre nach der Veräußerung begrenzt. Gucken wir uns einen kurzen Fall dazu an.
Der Sachverhalt beschränkt sich auf einen Satz. A erwirbt das Schuhgeschäft des B und führt es unter der bisherigen Firma Schuhe B EK fort. Als er von Altgläubigen, also von Gläubigern, die vor der Übernahme einen Vertrag mit B geschlossen haben, in Anspruch genommen wird, erklärt er, es sei kein Vertrag geschlossen, da über wesentliche Punkte bis heute keine Einigung erzielt wurde. Jetzt gucken wir uns an, haftet A für die Schulden, die B im Rahmen seines Unternehmens begründet hat. Und dazu gucken wir uns unser Schema an. Ein Anspruch des Altgläubigers, nennen wir ihn G, gegen A könnte sich ergeben aus 433 Absatz 2 BGB in Verbindung mit 25 Absatz 1 Satz 1 HGB. Dazu brauchen wir einen Kaufvertrag zwischen B und dem Gläubiger, haben wir. Und die Pflicht, diesen Kaufvertrag zu erfüllen, könnte auf A übergegangen sein nach 25 Absatz 1 Satz 1 HGB. Dazu brauchen wir erstens ein Handelsgeschäft. Haben wir hier ein Handelsgeschäft im Sinne dieser Norm? Ja, haben wir, denn der A hat hier einen Schuhladen erworben und der Schuhladen ist ein Unternehmen, denn er ist nach außen tätig und er macht das für Gewinn. Zweitens, ein Erwerb unter Lebenden. Da liegt das Problem. Haben wir Lebende? Ja, denn A und B leben beide noch. Frage, haben wir einen Erwerb? Und dann sehen wir, Erwerb heißt jede Art, aufgrund derer tatsächlich das Unternehmen fortgeführt wird. Laut Sachverhalt hat er das Unternehmen fortgeführt. Der Einwand, dass ein Dissens vorliegt, hindert zwar die Entstehung eines schuldrechtlichen Vertrages nach BGB, aber es hat hier keine Auswirkungen. Ob der Vertrag besteht oder nicht, ist für den Erwerb im Sinne von 25 ohne Bedeutung. Also, auch dieses Merkmal bejaht. Unternehmensfortführung, ja, steht im Sachverhalt. Firmenfortführung, ja, steht im Sachverhalt. Also Rechtsfolge, die Verbindlichkeit ist auf B, also auf A übergegangen und damit haftet A für die Schulden, die B beim Betrieb eines Unternehmens begründet hat. So einfach ist das. Sehen Sie das? Und weil ich das jetzt so schön erklärt habe, machen wir jetzt Beispielsfall 2, den Sie jetzt machen können, nachdem ich es einmal musterhaft erklärt habe. Der Unterschied liegt im rot markierten Satz, der nämlich lautet, B habe nicht in die Fortführung der Firma eingewilligt, er führe sie daher zu Unrecht. Also A führt die Firma zu Unrecht, weil B nicht damit einverstanden wird, dass sein guter Name fortgeführt wird. Und jetzt gucken Sie in § 25 Absatz 1 Satz 1 HGB und fragen sich, ob die Voraussetzungen vorliegen. Ja? Ja, der Wille des B ist ja eigentlich irrelevant, da es ja nur darum geht, ob das weiterführt. Nein, tatsächlich, das tut er ja. Ja, in der Tat, für 25 Absatz 1 Satz 1 ist der Wille nicht relevant. Das können Sie ganz deutlich daran erkennen, wenn Sie sich 25 Absatz 1 Satz 2 mal näher ansehen. Warum? Warum hilft Ihnen Satz 2, um zu wissen, dass es bei Satz 1 auf den Willen nicht ankommt? Ja, weil er da eindeutig gefordert ist. Ja, weil für Satz 2 der Wille ausdrücklich vorausgesetzt wird, kann er für Satz 1 keine Rolle spielen. Also haben wir hier auch wieder einen Übergang. Also haftet B für die Schulden des A. Gut. Was sagen Sie zu dieser Abwandlung? Der A sagt, er wusste gar nicht, dass solche Schulden bestehen und
Die seien auch in den Handelsbüchern pflichtwidrig nicht aufgeführt worden. Er hafte nur für Forderungen, die er auch kennen könnte. Ja? Das dürfte auch unerheblich sein, weil so 25 nur auf tatsächliche Zustände ankommt. Er hätte vielleicht da ja einfach einen Schaden. Ja, in der Tat, 25 setzt nicht voraus, dass der Erwerber Kenntnis von der Forderung hat. Kenntnis ist gerade keine Tatbestandsvoraussetzung. Damit haftet er auch hier voll. Allerdings kann natürlich im Innenverhältnis wegen Schlechterfüllung des Kaufvertrages, Vorliegen eines Sachmangels, Nichtangabe einer Forderung, Schadensersatzverlangen nach 437 Nummer 3 280 1. Gucken wir uns diese Variante an. B sei gar nicht Kaufmann, sondern Kleingewerbetreibender gewesen und die Firma sei gar keine Firma, sondern nur eine Etablissementbezeichnung. Ist das ein guter Einwand? Ist das so? An welchem Teil der 25 könnte es scheitern? Ja, an der Firmenweiterführung, weil wenn es keine Firma ist, dann führe ich auch keine Firma weiter, dann muss ich auch keine Firma führen. So ist es. Nur Kaufleute können Firmen führen. Nach § 17 Absatz 1 ist die Firma der Name eines Kaufmanns. Wenn sie aber nur Kleingewerbetreibender sind und nicht im Handelsregister eingetragen, sind sie kein Kaufmann und damit haben sie auch keine Firma. Und damit können Sie keine Firma fortführen und damit liegt 25 nie vor. Steigern wir die Schwierigkeit, was sagen Sie denn dazu? Der A sagt, er hat das Unternehmen vom Insolvenzverwalter I erworben, als B Insolvenz angemeldet hat. B ist pleite und er hat das Unternehmen vom Insolvenzverwalter erworben. Das ist jetzt eine spannende Frage. Da kommen Sie nicht drauf. Wie würden Sie diesen Fall lösen? Ja? Die Frage ist, ob das die Fortschritte unterbricht, dass der von den Events weiterkauft und nicht von dem Inhaber des Geschäfts. Ja. Aber als B Insolvenz angemeldet hat, ging das Unternehmen über die Führungsbefugnis der Jahren den weiter über. Deswegen müsste er es fortgeführt haben können. Sie machen es am Merkmal Fortführung fest. Man diskutiert das üblicherweise unter der Frage Erwerb unter Lebenden. Die Frage ist also, hat er es erworben, wenn er es vom Insolventverwalter erworben hat? Und lustigerweise sagt die Rechtsprechung nein, der Erwerb vom Insolvenzverwalter fällt nicht unter § 25. Die Norm ist insoweit zu weit gefasst. Warum, fragen Sie sich jetzt, das steht im Gesetz nicht so drin. Weil die sagen, die Norm geht davon aus, dass der Erwerber ein lebendes Unternehmen erwirbt, was sozusagen auch Gewinne machen kann. Wenn man aber hier das überschuldete Unternehmen immer erwerben müsste, mit allen Schulden, dann würde das ja nie jemand kaufen. Es gäbe keinen Anlass, ein Unternehmen zu kaufen und zu sanieren, wenn man für die Altschulden haftet. Stattdessen kann der Insolvenzverwalter den Kaufpreis, den er erzielt, für das Unternehmen unter die Gläubiger verteilen und dadurch wird dann das Unternehmen schuldenfrei und die Gläubiger kriegen halt nur das, was als Kaufpreis gezahlt worden ist. Eine Weiterhaftung soll es nicht geben, damit der Insolvenzverwalter seine Pflichten erfüllen kann. Ja, sonst kauft es keiner. Denn würden Sie ein Unternehmen kaufen mit 10 Millionen Schulden? Nein. Wie viel würden Sie dafür bezahlen? Nichts. Wie viel würden Sie dafür nehmen? 10 Millionen, wenn Sie es kaufen. Letzter Fall. A sagt, er habe mit B ausdrücklich vereinbart, dass er A nicht haften soll. Das habe auch in verschiedenen Tageszeitungen gestanden. Einen Monat der Geschäftsübernahme sei es sogar im Handelsregister eingetragen worden. Nützt ihm dieser Einwand?
Ja. Nein, weil die Eintragung und sonstiges war vor der Übernahme erfolgt. Ja. Also die Eintragung und Bekanntmachung im Handelsregister war zu spät, nämlich einen Monat nach der Übertragung. Da geht es aber nicht mehr mit Rückwirkung. Es hätte gleichzeitig spätestens erfolgen müssen, idealerweise vorher. Aber das bringt uns natürlich zu einer Folgefrage. Hier sagt er, es ist in mehreren Tageszeitungen veröffentlicht worden. Hat er es denn dem Gläubiger mitgeteilt? Das ist ja die andere Variante des 25 Absatz 2. Da steht drin, dem Dritten mitgeteilt. Ist die Veröffentlichung in verschiedenen Tageszeitungen eine Mitteilung im Sinne von 25 Absatz 2 HGB? Nein, es muss jedem individuell mitgeteilt werden. Ja, es muss jedem individuell mitgeteilt werden. Und warum? Woraus entnehmen Sie das? Das Handelsregister wird ja auch nicht jedem individuell zugeschickt. Ja? In Absatz 2 steht ja, oder von dem Erwerber oder dem Veräußerer dem Dritten mitgeteilt worden ist. Also, ja. Ja, also ich finde, das hört sich schon so an, dass der Erwerber dem Dritten das mitteilen muss, also die Sache individuell sein muss. Er hat es ihm ja mitgeteilt, indem er es in die Tageszeitung reingesetzt hat. Sie kennen das auch mit so Kontaktanzeigen. Suche Schnucki-Putzi für kuschelige Stunden. Und der andere schreibt da drunter, suche Gläubiger, die mich nicht in Anspruch nehmen. Vielleicht lesen die das ja sogar. Kann sogar sein, dass er es gelesen hat. Stellen wir sogar vor, er hat es sogar vielleicht gelesen. War große, ganzseitige Annonce. Wir haften nicht für Altschulden. Ja? Muss das persönlich mitgeteilt werden oder können Sie es auch mit der Post mitteilen lassen? Ja, aber oder einen Boten, reiten Boten. Persönlich, aber zumindest steht ja in Absatz 2 von dem Bewerber oder dem Veräußerer. Ja, die haben ja wohl die Annonce gesetzt. Das ist ja. Ja, warum muss eine bestimmte Person gerichtet sein? Das ist die Frage. Warum nicht allgemein? Ja? So ist es. Wenn der Gesetzgeber zwei Wege zur Verfügung stellt und der eine Weg ist ein allgemeiner öffentlicher Weg und der andere Weg steht daneben, dann kann es nicht sein, dass er zwei öffentliche Wege zur Verfügung stellt. Das heißt, der zweite Weg muss ein individueller Weg sein. Deshalb muss die Mitteilung da persönlich an jeden Einzelnen erfolgen. Das kann aber auch mit der Serien-E-Mail erfolgen. Also Sie können eine E-Mail schicken an alle Ihre Schuldner und sagen, an alle Ihre Gläubiger und können sagen, Achtung, es haftet nur ich und nicht mein Nachfolger und umgekehrt, es haftet nur mein Vorgänger und nicht ich. Das können Sie machen. Also per Serien-E-Mail würde völlig reichen. Aber es reicht halt nicht, das in die Tageszeitung setzen und sagen, hättest du ja nachlesen können oder auf die Homepage draufschreiben und sagen, hier, es haftet nur der Alte, das nützt nichts, weil das eben ein allgemeiner Weg ist und dieser nicht gangbar ist. Jetzt kommen wir zu einem Thema, was Sie noch nie gelernt haben. Und was ganz spannend ist, zum Thema Erbrecht. Wie funktioniert Erbrecht? Das ist ganz einfach. Wenn Sie jetzt hier in der Vorlesung sterben, was passiert dann? Dann rufe ich einen Leichenwagen und Sie werden hier rausgetragen. Aber das interessiert uns als Zivilrechtler nicht so sehr. Uns interessiert, was passiert mit Ihrem Geld und Ihren Schulden. Wenn Sie zum Beispiel noch hier jemandem Geld schulden, wer zahlt das dann? Und die Antwort ergibt sich aus 1922 BGB, nämlich Ihre Erben. Wer Ihre Erben sind, ist auch nicht so schwer, wenn Sie ein Testament gemacht haben, wie Leute hier drinstehen. Sie schreiben also rein, was weiß ich, mein Hund Wurfi soll alles erben. Dann geht das nicht, weil Hunde nicht erben können, weil es keine Menschen sind. Aber Sie können solche schreiben, mein Geliebter in Südamerika soll alles erben, kriegt er halt. Feierabend. So einfach ist das. Wenn Sie nichts geregelt haben, ist es auch einfach. Dann erben vorrangig erstmal Ihre Kinder. Wenn Sie keine Kinder haben, erben Ihre Eltern. Wenn Sie keine Kinder und keine Eltern haben, dann erben Ihre Onkel und Tanten. Erben Ihre Großeltern, wenn Sie keine Großeltern mehr haben, erben Ihre Onkel und Tanten. Dann erben Ihre Cousinen und Nächsten und immer so weiter. Sie können das also sozusagen schön so baummäßig runtergehen.
So einfaches Erbrecht. Und wenn es überhaupt niemanden gibt, wenn sie ganz einsam sind auf der Welt, so einen Einsiedler und haben keine Verwandten mehr und lässt sich keiner mehr finden, dann erbt der Staat. Ja? Also der Staat ist immer der Zwangserbe. Der Staat erbt immer am Ende der Kette. So einfach ist das. Es gibt immer einen Erben. Es gibt keinen Menschen ohne Erben. Es erbt auf jeden Fall immer der Staat. Das Wichtige ist, der Erbe haftet nicht nur mit dem Geld, was er geerbt hat, sondern er haftet auch mit seinem Privatvermögen. Das heißt, wenn Sie wissen, Sie haben Krebs im Endstadium, dann sollten Sie die Gelegenheit nutzen und möglichst viele Schulden machen. Warum? Weil Sie kann man nicht mehr in Belang nehmen, Sie sind nämlich tot. Und Ihr Erbe zahlt mit seinem Privatvermögen. Ja, das ist alles sehr morbid. Erbrecht ist toll, das ist immer so, geht um Leichen und Leichenfetterei. Da sind die Folien ja auch schwarz, das ist wegen der Emotionen, die jetzt hier verbinden sollen. So. Nochmal, der Erbe haftet mit seinem gesamten Privatvermögen. Der Erbe kann allerdings ausschlagen. Jeder Erbe bis auf den Staat, der Staat muss annehmen. Also wenn sozusagen Sie der Erbe desjenigen sind, der sein Vermögen in den letzten Tagen verspielt hat und nur Schulden gemacht hat, dann können Sie einfach sagen, ich will nicht. Einfach sagen, ich will nicht und Sie zahlen für nichts, Sie sind raus. Ja, also gute Masche. Nicht mal Ihre Eltern oder Ihre Kinder haften, niemand haftet. Der Staat ist letztendlich derjenige, der letzte Erbe ist und der darf nicht ausschlagen. Damit aber auch der Staat da fein rauskommt, hat das BGB auch dafür Regelungen. Sie können nämlich Nachlassinsolvenz machen. Nachlassinsolvenz bedeutet nichts anderes, als dass Sie sagen, ich möchte nicht mit meinem Privatvermögen haften, sondern es soll nur das haften, was ich geerbt habe. Also wenn Sie ein Haus geerbt haben und Schulden in Höhe von 1 Million, dann haftet für diese 1 Million nur das Haus und nicht Ihr sonstiges Vermögen, sondern nur das, was Sie dazu bekommen haben. Das können Sie machen, dann haften Sie nur mit diesem Rest. Und das ist alles, was Sie im Erbrecht so wissen müssen. Und deshalb, warum erkläre ich Ihnen das? Weil im HGB gibt es einen Paragraphen 27. Und 27 ist eine Parallelnorm zu 25 mit dem entscheidenden Unterschied, dass bei Paragraph 25 ein Erwerb unter Lebenden stattfindet und bei Paragraph 27 ein Erwerb kraft Todesfalls. Also bei 25 lebt der noch, bei 27 ist der Veräußerer tot. Und 27 betrifft den Fall, der Erbe sagt, ich mache Nachlassverwaltung oder Nachlassinsolvenz und hafte nur mit dem geerbten Vermögen, betreibt aber das Unternehmen trotzdem fort. Dann sagt Paragraph 27, muss er auch mit seinem Privatvermögen für alle Schulden aus dem Unternehmen, nicht nur für die neuen, sondern auch für die alten haften. Die Voraussetzungen sind im Wesentlichen dieselben wie bei 25. Sie brauchen ein Handelsgeschäft und zwar ein einzelkaufmännisches diesmal, weil nur einzelne Menschen können sterben. Eine OHG kann nicht sterben, eine GmbH kann nicht sterben, nur Menschen können sterben. Das heißt, Sie müssen einen Einzelkaufmann haben und der muss gestorben sein, zum Beispiel, weil diese Treppe runtergefallen ist. Und dann muss der Anspruchsgegner, ja, also der Anspruchsgegner ist derjenige, den Sie verklagen, Erbe sein. Er muss von Todeswegen das Unternehmen erworben haben. Und er muss das Unternehmen fortgeführt haben, entweder selbst oder durch Dritte. Und er muss die Firma fortgeführt haben. All das sollte Ihnen bekannt sein von dem, was wir eben vor 5 Minuten gemacht haben. 27 hat ähnliche Ausnahmen wie 25. Dazu kommt allerdings die praktische Lösung. Wenn Sie das Unternehmen gar nicht annehmen und sagen, ich will das Erbe nicht, haften Sie logischerweise auch nicht auf Paragraph 27. Sie können also einfach sagen, dieses Erbe will ich nicht und dann sind Sie ganz raus. Wenn Sie das Erbe annehmen, haben Sie folgende Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Sie können, sobald Sie das Erbe haben, den Laden schließen.
Wenn Sie das Unternehmen sofort beenden, sagt § 27 Absatz 2, haften Sie auch nicht mehr. Sie können zweitens im Handelsregister einen Haftungsausschluss eintragen lassen. Das Problem ist, den müssen Sie eintragen lassen, bevor Sie den Laden weiterführen. Das heißt, Sie müssen relativ schnell agieren. Wenn der Inhaber Freitag stirbt, sollten Sie, wenn Sie Montag weitermachen müssen, das irgendwie von Freitag auf Montag ins Handelsregister reinkriegen. Sonst haben Sie Pech gehabt. Und dann kommen wir zu den beiden umstrittenen Möglichkeiten, die wir uns jetzt gleich mal näher angucken. Möglichkeit 1 ist, Sie verkaufen das Unternehmen an einen Dritten. Ja, also Sie sagen, ich mache nicht einen Handschlag, sondern ich verkaufe den ganzen Laden für 1 Million weiter. Frage, ist das ein Fall der Schließung nach 27.2? Oder, zweite Variante, Sie ändern die Firma und zwar erst innerhalb der Frist des 27 Absatz 2. Fangen wir mit dem Grundfall an. Gucken Sie sich diesen Fall an. Der Inhaber des Buchladens B. Bücher stirbt. Sein Erbe E. stellt fest, nicht fast, dass der Laden hoch verschuldet ist. Haftet der Erbe E. nach § 27 HGB, wenn er das Geschäft sofort schließt? Dann gucken wir in 27 rein und was stellen wir fest? Ja oder nein? Ja? Nein, er haftet nicht, weil er das Geschäft ja sofort schließt und es nicht weiterführt. Ja, ohne Unternehmensfortführung greift 27 genauso wenig wie 25, also keine Haftung. Haftet er, wenn er das Unternehmen unter der neuen Firma E-Bookshop EK weiterbetreibt? Ist das so? Ja, wie lesen Sie das? Wo lesen Sie das? So ist es. Das ist eine reine Verweisregelung. Also bei dem Verweis ist die Firmenfortführung auch erforderlich. Also in der Tat, ohne Firmenfortführung keine Weiterhaftung. Ja? Also die erste Voraussetzung, er muss das Unternehmen fortführen, hat er bei Fall 1 nicht gemacht. Zweite Voraussetzung, er muss die Firma fortführen, hat er bei dem Fall nicht gemacht. Und jetzt kommen wir zum Problemfall. Er verkauft den Buchladen mit allen Möbeln, dem guten Namen, allen Forderungen, allen Schulden an X. Und X führt den Laden unter dem alten Namen weiter. Also der Name bleibt weiterhin B. Bücher, aber Betreiber ist jetzt X. Der E hat nicht für einen Tag Bücher in diesem Laden verkauft. An welchem Tatbestandsmerkmal haben wir jetzt hier möglicherweise ein Problem? Ja? Ja, und was? So ist es. Also, hier führt jemand anderes weiter und nicht der Erbe. Also können wir ein Problem mit der Unternehmensfortführung haben. Was könnte dagegen sprechen, diesen Fall anders zu behandeln, als den Fall, dass er den Laden selbst weiterführt? Also er selber führt den Laden in der Tat nicht weiter, aber jemand anderes führt ihn weiter. Ja? Die Schuldner können sich ja quasi nach dem 25, weil der neue Erwerb des Unternehmens ja den Laden
20 auch noch an den neuen Erwerber wenden, dann hätten wir quasi eine Doppelhaftung. Ja, also in der Tat, der neue Erwerber würde haften nach 25 Absatz 1 Satz 1 für die Schulden, die vorher begründet worden sind. Das Problem ist, im Normalfall des Paragraphen 25 haben wir auch eine Haftung des Veräußerers nach Paragraph 26. Weil die Haftung nach 25 Absatz 1 Satz 1 kann ich ausschließen, nach 25 Absatz 2. Und es wäre unfair, wenn man den Schuldner einfach so austauscht, ohne den Gläubiger vorher zu fragen. Wenn wir uns aber diesen Fall angucken, stellen Sie sich folgende Konstellation vor. Es gibt Multimilliardär M. Sein Kontostand beträgt 65 Milliarden Euro. Und er ist unter anderem nebenbei auch Einzelkaufmann und betreibt einen kleinen Buchladen in Bonn, wo er antiquarische Bücher verkauft. Jetzt hat er Schulden in Höhe von 150.000 bei irgendwelchen Großbuchhändlern. Das ist den Großbuchhändlern aber relativ egal, weil sie wissen, die 150.000 kriegen sie auf jeden Fall. Denn der Multimilliardär haftet mit all seinen Milliarden für diese kleine Schuld. Jetzt stirbt er. Das ist den Gläubigern immer noch völlig egal, weil die wissen ja, die ganzen Milliarden sind auf die Erben übergegangen. Das heißt, immer noch haben sie einen Anspruch in Höhe von 150.000, dem stehen gegenüber mehrere Milliarden. Jetzt gehen die Erben hin, verkaufen diesen Buchladen für einen Euro an den Penner aus der Bahnhofsunterführung, der sich groß saniert hat durch den Verkauf von Flaschen und einen Kontostand von 250 Euro hat. Jetzt denken die Gläubiger sich, naja, ist ja kein Problem, das ist ja nach 25 haftet jetzt der neue Inhaber. Wunderbar, der haftet für 150.000 Euro mit seinem gesamten Kontostand von 250 Euro. Sie können sich leicht ausrechnen, da muss man einen gewissen Betrag abschreiben. Ja, nämlich 149.000 ungefähr und ein bisschen mehr. Ja. Also, man muss sich da gewisse Verluste anrechnen lassen. Es sollte Ihnen klar sein, dass dieses Ergebnis relativ ungerecht sein dürfte. Einverstanden? Denn damit mussten die nicht rechnen, dass wenn der Mensch stirbt, am Ende nur noch 150 Euro übrig sind. Deshalb sagen die Leute, haften die Erben nach 27 auch dann, wenn sie das Unternehmen veräußern, dann greift für eine juristische Sekunde wird so getan, als hätten die Erben es fortgeführt, dann übertragen und damit haften die Erben als ehemalige Betreiber nach 26 fort. Zwar nur für diese 5 Jahre, aber immerhin ebenso, als hätten sie es weitergeführt und dann erst verkauft. Damit soll verhindert werden, dass auf einmal die Haftungsmasse auf 250 Euro reduziert wird. Klar, diese Gestaltung? Also, die Veräußerung ist keine Einstellung, sondern eine Fortführung für eine Sekunde und dann erst Übertragung. Sie können nicht veräußern, ohne fortzuführen. Die Gegenansicht in der Literatur sagt, nein, wenn ich fortführe, muss ich irgendwie nach außen auch als Inhaber auftreten. Das haben die hier nicht gemacht. Also ist es eine Einstellung. Also haben die Gläubiger Pech gehabt und können sich nur an den neuen Inhaber halten und nur dessen Vermögen in Anspruch nehmen. Sie können sich für eine der beiden Ansichten entscheiden. Die sind beide vertretbar. Ich kann Ihnen nur sagen, die eine hat ein Problem. Ich sage Ihnen aber nicht, welche. Gucken wir uns diesen Fall an. Jetzt wird es schwieriger. Er hat das Geschäft, der Erbe hat das Geschäft zunächst unter der alten Bezeichnung fortgeführt, aber die Firma nach 2 Monaten in E-Bookstore EK geändert. Nach 2 Monaten, nicht sofort, hat 2 Monate gewartet und nachher den Namen geändert. Eben hatten wir den Fall, nur was wir vergessen haben, er hat sofort geändert. Da haben wir gesagt, da haben wir keine Firmenfortführung. Aber was ist in diesem Fall?
schauen Sie ins Gesetz, warum könnten diese Monate vielleicht unproblematisch sein, dass er eine Weile gewartet hat. Ja? 27 Absatz 2 Absatz 1, habe ich 3 Monate Zeit mit dem Aufgabenchef. Ja. Und hier hat das Geschäft und hier hat die Firma nicht fortgeführt, deswegen ist hier keine Unternehmensverfügung. Ja, also Ihr Kollege verweist auf 27 Absatz 2 Satz 1. Dieser lautet: Die unbeschränkte Haftung tritt nicht ein, wenn die Fortführung des Geschäfts vor dem Ablauf von 3 Monaten nach dem Zeitpunkt, in welchem der Erbe von dem Anfall der Erbschaft Kenntnis erlangt hat, eingestellt wird. Ja. Und er sagt, hier steht 2 Monate und nach 2 Monaten ändert er die Firma. Also 2 Monate sind weniger als 3 Monate. Daher hat er das Unternehmen nicht fortgeführt. Ja, aber er führt ja auch weiter nach den 2 Monaten noch weiter das Unternehmen fort und ändert nur die Firma, oder? Ja. Also geht das ja eigentlich gar nicht, diese Ausschlussgrund. Sehr gut. Der Hinweis lautet, wir haben ja 2 verschiedene Tatbestandsvoraussetzungen. Die eine ist die Fortführung des Unternehmens und die andere ist die Fortführung der Firma. Das Unternehmen führt er aber weiter fort, er hat nur die Firma geändert. Also lautet unsere Frage, gilt 27 Absatz 2 Satz 1 auch für eine Änderung der Firma oder gilt das nur für eine Aufgabe der Fortführung des Unternehmens? Und wenn es nicht unmittelbar gilt, können wir zumindest überlegen, ob es nicht analog gelten müsste, wenn der Gesetzgeber es schlicht übersehen hätte. Dazu müssen wir uns fragen, gibt es eine planwidrige Regelungslücke und ist die Interessenlage vergleichbar? Und dazu müssen wir darum fragen, was ist denn der Sinn dieser komischen Regelung in 27 Absatz 2 HGB? Ja? Ich würde den Sinn darin sehen, dass die Erben halt eine gewisse Zeit bekommen, in denen sie das Geschäft noch zu Ende führen können, sage ich jetzt mal, nochmal irgendwie Abschied nehmen vielleicht von den Kunden oder was weiß ich, und dann halt die Firma beenden können, nicht die Firma, sondern das Unternehmen beenden können, um denen halt Zeit zu geben und dass sie dann halt in der Zeit, dass diese Zeit halt nicht nur dafür gedacht ist, die Firma zu ändern, um aus der Haftung rauszukommen. Also der Kollege sagt, man soll eine Phase für die Abwicklung haben, beziehungsweise auch so eine Schnupperphase vielleicht, um mal zu gucken, ob man das kann oder nicht. Und wenn man es dann nicht machen will, muss man halt wirklich den Laden dicht machen. Und für die Firma ist ja keine Rolle, man ist ja keine Chance, sozusagen, ob man haften will oder nicht. Man soll keine Haftungsentscheidung treffen, sondern man soll eine Entscheidung treffen, ob man Unternehmer sein will oder nicht. Kann man es auch anders sehen? Oder hat sich das Argument jetzt so vom Hocker, dass Sie gesagt haben, ja dann? Klar. Ja? 27 Absatz 2 spricht von der Fortführung des Geschäfts. Ja. Und weil der Aufwand zu 25 ist, wird es ja beantworten, da wenn das Geschäft so zu verstehen, wie es in 25 gestanden wird. Und da kommt es eben auf die Firma an. Ja, der Kollege sagt, 27 bezieht sich ja auf 25 ausdrücklich. Er sagt, die unbeschränkte Haftung nach 25.1. Und 25 stellt ja gerade auf den Eindruck von außen ab und betont gerade die Bedeutung der Firma. Er sagt nämlich, an der Firma hängt der Name des Unternehmens, der gute Name ist wichtig, Sie kennen das, mein Name ist Dittmeier Valensina von mir und dann kaufen Sie ihn direkt, weil der alte Mann gesagt hat, der ist gut, haften Sie mit Ihrem guten Namen, dann zahlen auch Sie mit Ihrem guten Namen, der Name ist wichtig, sagt 25 und ein Unternehmen ohne Namen ist ja nichts wert. Der Name ist das, was ein Unternehmen zu dem macht, was es ist. Und der Gedanke gilt auch in 27 und daher ist die Firmenänderung wie eine Einstellung. Fällt Ihnen noch was ein? Stellen Sie sich vor, Sie sind Staranwalt in einer großen Kanzlei und Sie werden dafür bezahlt, dass Sie die Fälle auch mal gewinnen und Ihre Mandanten zahlen Ihnen pro Stunde 500 Euro und jetzt sollen Sie sich mal was ausdenken, dass Sie auch gewinnen können.
Und ihre Mandanten sind die Erben von Aldi. Und haben viele Schulden geerbt. €5 die Stunde zahlen sie ihnen. Wenn sie nur schweigen, dann ist das schlecht, weil für Schweigen zahlen die ihnen kein Geld. Also wenn ich ja aus der Haft rauskomme, wenn ich direkt nach der, also wenn ich Erbe werde und dann direkt die Firma ändere, dann komme ich ja aus der Haft raus. Ja. Wenn ich jetzt aber 2 Monate warte und dann nicht mehr aus der Haftung rauskommt, ist das für mich irgendwie quer, weil dann wird der bestraft, der sich jetzt nicht so gut juristisch auskennt, gegenüber dem, der jetzt weiß, okay, gut, wenn ich jetzt sofort die Firma ändere, dann kommt die aus der Haftung raus. Ja, die Kollegin sagt, das diskriminiert doch die schlecht beratenen Erben. Stellen Sie sich vor, Sie haben die Autowerkstatt geerbt von Opa und haben jetzt nicht das Geld, die Großkanzlei zu beauftragen, die Ihnen sagt, schnell hier die Firma ändern. Sie machen einfach weiter, auf einmal haften Sie, während der andere, der einen guten Anwalt hat, einfach mal den Namen ändert und es statt Schrauber Werkstatt Müller auf einmal nennt Car Instant Service Corporation. Warum soll der belohnt werden? Weil er gut beraten ist. Ein bisschen Zeit soll man dem Erben vielleicht auch lassen. Da hat er vielleicht einen Trauerfall in der Familie. Das ist psychologisch eine Belastung. Und da knallen schon die Türen. Stellen Sie sich das vor, in dieser Situation auch nochmal schnell den Namen ändern. So kreativ werden und einen Namen sich ausdenken. Kann man das wirklich machen? Das ist eine psychologische Belastung, die der Gesetzgeber garantiert nicht wollte. Und diese Monatsfrist soll eben eine Bedenkfrist sein. Und vielleicht auch eine Trauerfrist, dass man eine Chance hat, sich Gedanken zu machen über den Verstorbenen. Und Sie können beide Ansichten vertreten, denn wir wissen nicht, welchen Sinn diese Regelung hat. Also einerseits können Sie sagen, es soll so eine Art Probierphase, Abwicklungsphase sein. Andererseits können Sie sagen, es ist eine Bedenkfrist oder eine Abwartefrist, damit man eine Chance hat, auch mit dem Todesfall zurechtzukommen und dann sich erst mit so Details wie Rechtsfragen, Namensänderungen und Ähnlichem auseinanderzusetzen. Auch da beide Ansichten vertretbar. Gucken Sie sich das an. B war nicht im Handelsregister eingetragen und weder nach Art noch nach Umfang war ein kaufmännisch eingerichteter Werbetrieb erforderlich. Greift dann § 27. So ist es. § 27 setzt voraus, dass die Voraussetzungen von § 25 Absatz 1 Satz 1 vorliegen. 25 Absatz 1 Satz 1 setzt voraus eine Fortführung der Firma. Nach § 17 kann nur ein Kaufmann eine Firma haben. Wer Kaufmann ist, steht in § 1 bis 6. Das setzt entweder voraus nach § 1 Absatz 2, dass man nach Art und Umfang einen kaufmännisch eingerichteten Geschäftsbetrieb braucht. Steht auch nicht drin, haben wir nicht. Oder nach § 2 im Handelsregister eingetragen ist, haben wir auch nicht. Also haben wir keinen Kaufmann, also hat er keine Firma, also haben wir nicht die Voraussetzung von 25.1.1, also haben wir nicht die Voraussetzung von 27.1. Sie sehen, das ist alles schön miteinander verknüpft. Eigentlich ein toller Fall, nur was keiner erbrecht machen will. Deshalb kommen wir jetzt zu § 28. Wir haben jetzt gehabt 25, 26, 27 und jetzt kommt 28. 28 ist eine ganz, ganz schwierige Norm. Da müssen Sie jetzt genau aufpassen, das ist richtig kompliziert. Wir haben zunächst mal einen Einzelkaufmann. Ja, ein Männchen steht da und sagt Hallo. Dieser Einzelkaufmann bleibt aber nicht alleine, sondern es kommt jemand anderes und sagt, darf ich bei dir mitmachen? Und der sagt, ja, du darfst. Und danach haben wir zwei Männchen und die betreiben zusammen ein Handelsgewerbe. Also stellen Sie sich vor, es gibt den Mann, der betreibt einen Kiosk,
wo er Leuten Alkohol verkauft und dann findet er die Frau seiner Träume und heiratet sie und die Frau sagt, ich verkaufe auch gerne Schnapsflaschen und danach betreiben sie gemeinsam einen Kiosk. Dann haben wir vorher einen Kaufmann und hinterher haben wir zwei Kaufleute, die zusammengeschlossen haben. Einverstanden? Vorher war das ein EK, ein eingetragener Kaufmann. Hinterher ist es eine offene Handelsgesellschaft, eine OHG. Und diesen Fall regelt § 28. Anders als bei 25 geht er also nicht raus, der bleibt weiterhin Betreiber des Kiosk, aber er ist nicht mehr alleine. Aus 1 macht 2. Vorher 1, jetzt 2. Und jetzt kommt der Clou. Anders als bei 25 dürfen Sie da auch die Firma ändern und haften trotzdem weiter. Ja? Also wenn der Kiosk hieß früher Schnaps Oskar Müller, kann er jetzt heißen Trink und Fit, bleibt sich gleich. Sie müssen nur das Unternehmen fortführen. Die Firma darf bei 28 geändert werden. Und da es die Hälfte immer nicht verstanden hat und gehört hat, wiederhole ich es nochmal, bei 25 und 27 muss die Firma fortgeführt werden. Bei 28 nicht. Ja? 25, 27 Firma fortgeführt, 28 nicht. Sie darf fortgeführt werden, muss es aber nicht. Jetzt wird es noch komplizierter. Sie sehen, wir machen hier alles, was besonders schwierig ist im Leben. 28 führt nicht dazu, dass der neu hinzugekommene mithaftet. 28 führt dazu, dass alle Schulden des Einzelkaufmanns jetzt Schulden der OHG sind. Also die Schulden, die Schnaps Oskar Müller EK gemacht hat, sind jetzt Schulden von Trink und Fit OHG. Denn 124 Handelsgesetzbuch sagt, die OHG ist selber Schuldnerin. Eine OHG kann selbst Schulden haben. Die OHG ist rechtsfähig, wird behandelt wie ein Mensch. Allerdings gilt nach 128 HGB, dass die Gesellschafter für die Schulden der OHG ebenfalls mit ihrem gesamten Privatvermögen haften. Das heißt, vorher war nur der Oskar mit seinem Schnapsladen Schuldner. Sie konnten also Oskars Privatvermögen, seinen Hund, seinen Pool, seinen Porsche beschlagnahmen, um seine Schulden zu begleichen. Jetzt haftet erstens die OHG bestehend aus Oskar und seiner Frau. Mit allem, was dieser OHG gehört, das heißt mit dem Laden, den Möbeln im Laden und so weiter. Zweitens, es haftet Oskar als Eingesellschafter der OHG. Und drittens, es haftet seine Frau als zweite Gesellschafterin der OHG. Ja? Das sagt § 28 HGB. Der frühere Inhaber haftet ebenfalls ähnlich wie bei 26 für einige Jahre weiter, für 5 Jahre weiter. Das ist aber relativ unspektakulär. Genauso wie bei 25 können Sie aber auch sagen, dass Schulden nicht auf die OHG übergehen. Sie können also im Handelsregister eintragen, ab sofort sind Inhaber Oskar und Emilie als OHG, bisher war es nur Oskar, jetzt Oskar und Emilie, für die Schulden, die vor dem so und so vielen begründet worden sind, haftet aber nur Oskar und nicht Emilie. Ja, das können Sie machen, dann haften die nur für die künftigen Schulden. Toll, Wahnsinn. Gucken Sie sich dazu diesen tollen Fall an. Wir machen ja hier alles mit Fällen, damit auch ja keiner sagt, wir wüssten nicht, was wir in die Klausur schreiben sollen. Gucken wir uns diesen Fall an. Der A betreibt unter der Firma Preiswert Print EK eine Druckerei. Er beschließt mit B eine A und B OHG zu gründen. A bringt Druckerei ein, während B 50.000 Euro in Cash in die OHG einzahlt. 2 Wochen nach Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister
begehrt X der Druckerei vor einigen Monaten, also weit vor der Gründung der OHG, Papier geliefert hat, Zahlung. Hat er einen Anspruch gegen die OHG? Und Anspruchsgrundlage könnte sein, wenn er Papier geliefert hat, was ist das für ein Vertrag, ein Papierlieferungsvertrag? Wo ist der Papierlieferungsvertrag im BGB geregelt? Ja. Ja, der Papierlieferungsvertrag ist ein Kaufvertrag im Sinne von 433. Das heißt, der Anspruch des Lieferanten auf Zahlung ergibt sich woraus? Ja. 433 Absatz 2. Aber gegen wen besteht denn dieser Anspruch aus 433 Absatz 2? Wer ist der Schuldner des Kaufpreisanspruchs aus 433 Absatz 2 in diesem Fall? Ja? Die OHG. Ist das so? Wer hat denn da den Vertrag geschlossen? Ja, geschlossen hat ihn A unter dem Label Preiswert Print EK. Also ist wer der Käufer? A. Also ist A Schuldner aus 433.2. Wie kriegen wir jetzt die OHG dazu? Ja? 28. Ist das, glaube ich, ein Schuldner-Eintritt der OHG, die dadurch durch den Beitritt des Bs gegründet wurde? Ja, es könnte ein Fall eines gesetzlichen Schuldbeitritts aus 28 Absatz 1 HGB vorliegen. Was setzt das voraus? Was setzt ein Schuldbeitritt nach 28 Absatz 1 voraus? Ja? Ja? Ja, in der Tat, wir hatten vorher einen Einzelkaufmann. Dass es ein Einzelkaufmann ist, ergibt sich aus dem EK, eingetragener Kaufmann. Damit hatten wir einen Einzelkaufmann. In dieses Unternehmen des Einzelkaufmanns ist B eingetreten, denn alles, was zu diesem Einzelkaufunternehmen gehört, ist in die OHG mit eingeflossen. Das heißt, wir haben vorher einen, jetzt haben wir zwei. Und nächste Frage ist, haben wir irgendwelche Ausnahmen? Nein, denn wir brauchen keine Firmenfortführung und wir haben hier im Sachverhalt keinen Haftungsausschluss. Damit gilt die Rechtsfolge von 25.1.1, so haftet die Gesellschaft. Es haftet also die OHG. Damit besteht ein Anspruch gegen die OHG aus 433 Absatz 2 BGB in Verbindung mit 28 Absatz 1 Satz 1 HGB. Wie sieht es aus bei Frage B? Ja, da wir eben gesagt haben, dass der Schaden ist, wird der immer noch bestehen. Ja, der Anspruch ist entstanden durch Abschluss eines Kaufvertrages. Wir haben auch keinen Ausschluss nach 28 Absatz 3 Satz 1, wo eine Höchstfrist drin steht. Also haftet er weiterhin aus 433 Absatz 2 und haftet auch B, der den Vertrag nie geschlossen hat. Ja, nur mittelbar über die Ohren. B haftet nach 128 Satz 1 HGB für alle Schulden der OHG. Also, weil wir eine Schuld der OHG haben, siehe Frage A,
haftet er auch für diese Kaufpreisschuld. Er muss also nicht an die OAG zahlen, sondern er kann direkt von dem Lieferanten verklagt werden. Gucken wir jetzt die spannende Frage, die ist nämlich schwieriger zu beantworten. A betreibt eine kleingewerbliche Druckerei. Das heißt, er ist nicht im Handelsregister eingetragen und er braucht auch keinen kaufmännisch eigentlichen Gewerbebetrieb. Er beschließt mit B eine A und B GbR. GbR steht für Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Die heißt deshalb GbR, weil sie nicht im HGB geregelt ist, sondern im BGB, im bürgerlichen Gesetzbuch. Deshalb GbR. A bringt die Druckerei ein, während B 50.000 zahlt. 2 Wochen nach Invollzugsetzung begehrt X, den der Druckerei vor einigen Monaten Papier geliefert hat, Zahlung. Frage 1. Hat X einen Anspruch gegen die GbR? Ja? Ja. Richtet sich aber grundsätzlich erstmal gegen A. Ja. Und diese Schuld ist jedenfalls nicht über 28 HGB die GbR einbinden, weil es sich ja hier nicht um einen Kaufmann handelt. Ja. 28 Absatz 1 setzt einen Einzelkaufmann voraus. Hier haben wir einen Kleingewerbetreibenden. Also passt die Norm nicht unmittelbar. Aber wenn eine Norm nicht unmittelbar passt, was müssen wir uns dann überlegen? Was nicht passt, wird passend gemacht. Und wie nennt man das, wenn ein Jurist eine Norm passend macht? Analog anwenden. Ja, wir können sie vielleicht analog anwenden. Was setzt das voraus? So ist es. Eine planwidrige Regelungslücke und eine vergleichbare Interessenlage. Haben wir die hier? Dazu müssen wir uns wieder die Vorfrage stellen, warum spricht diese Regelung hier von Einzelkaufmann? Warum hat man nicht einfach reingeschrieben Unternehmer? Hätte man Unternehmer reingeschrieben, hätten wir das Problem nicht. Denn eine Firma taucht da nicht auf, wie gesagt. Anders als bei 25 und 27 steht das Wort Firma nicht da drin. Also warum hat der Gesetzgeber hier von Kaufmann gesprochen? Ja, wenn es vorher ein Kaufmann war, dann ist danach eine Gesellschaft, werden die auch selbst Kaufmann. Ja. Ja, möglicherweise hat es ja was mit dem typischen Kaufmannsmäßigen zu tun. Vorher Kaufmann, hinterher Kaufmann und solche Regelungen machen halt nur Sinn für Kaufleute. Das bringt aber zur Folgefrage, warum machen solche Regelungen denn nur Sinn für Kaufleute und nicht zum Beispiel für Anwaltskanzleien oder für Ärzte oder hier für eine Druckerei, die nicht im Handelsregister eingetragen worden ist, sondern einfach nur so läuft. Also warum ist für uns das Handelsregister hier so eine wichtige Sache? Was hat der Gesetzgeber sich dabei gedacht? Ja, was denken Sie? Die können ja nicht falsch liegen. Ich weiß ja keiner, was der Gesetzgeber sich gedacht hat. Denn alle, die an diesem Gesetz mitgearbeitet haben, sind mit Sicherheit schon 80 Jahre tot. Dieses Gesetz ist weit über 100 Jahre alt. Wir reden hier von Gesetzen von 1870. Also eines der ältesten Gesetze, die Sie sich überhaupt vorstellen können. Älter als das BGB. Also was Sie sich gedacht haben, weiß keiner mehr. Sie können also alles behaupten. Das ist toll.
Was macht den Kaufmann zum Kaufmann? Ich sehe förmlich hier die Begeisterung über diese Regelung. Warum steht das denn da so drin? Warum steht der Einzelkaufmann und nicht Unternehmer? In Österreich steht da drin Unternehmer, kann ich Ihnen sagen. Also insoweit, die Österreicher haben wesentlich die gleiche Regelung, nur was da drin steht, Unternehmer und nicht Einzelkaufmann. Keiner eine Idee? Zufall. Ja, dann müssen Sie ja alle für eine Analogie sein. Wenn es keinen Grund für diese Einschränkung gibt, dann können wir es ja unproblematisch analog anwenden. Ja, was ist das denn hier? Rätselrat im HGB? Ja, wenn Sie sich Paragraph 28 Absatz 2 angucken, ab und zu hilft es auch, einen Absatz weiterzulesen, dann steht da drin, eine abweichende Vereinbarung ist nur wirksam, wenn sie in das Handelsregister eingetragen und bekannt gemacht oder von einem Gesellschafter, dem Dritten, mitgeteilt worden ist. Dann wird Ihnen vielleicht auffallen, dass es da ein praktisches Problem gibt. Wenn es sich nicht um Kaufleute handelt, davor und danach, dann können Sie es nicht ins Handelsregister eintragen. So ist es. Nur Kaufleute dürfen was ins Handelsregister eintragen lassen. Das heißt, es gäbe keine Möglichkeit, eine Haftung auszuschließen nach 28 Absatz 2, außer man teilt es allen Gläubigern persönlich mit. Die Mitteilung kann aber Probleme bereiten. Zum Beispiel, wenn der umgezogen ist und man gar keine Anschrift mehr von dem hat. Oder wenn der verstorben ist, man nicht weiß, wer der Erbe ist. Das heißt, eine Mitteilung würde nicht klappen, eine allgemeine Eintragung wäre aber nicht möglich. Und das würde gerade die kleinen Unternehmen, die ohnehin juristisch schlecht beraten sind, die meistens kein großes Geld haben, um sich abzusichern, total benachteiligen, denn sie hätten keine Chance, die Haftung auszuschließen. Es kann aber nicht sein, dass ein kleines Unternehmen schlechter steht als ein großes, also dürfen wir diese Regelung auch nicht auf kleine Unternehmen anwenden. Die Gegenansicht sagt, weil der Gesetzgeber hier sogar auf die Firma verzichtet hat, hat er damit zum Ausdruck gebracht, dass es gerade auf die Kaufmännerseigenschaft nicht unbedingt ankommt. Also findet diese Regelung auch entsprechende Anwendung auf eine GbR. Und der entscheidende Grund dafür, den die anführen, ist, dass man auf die GbR ohnehin Regeln der OHG anwendet. Nämlich insbesondere diesen 128, den ich Ihnen eben gesagt habe, wo drin steht, die Gesellschafter haften persönlich. Und auch 130, wo drin steht, wenn jemand eine bestehende GbR eintritt, haftet auch für die vor seinem Beitritt begründeten Schulden, dann kann man auch den 28 genauso anwenden. Ja, das lassen wir mal weg, das wird zu gesellschaftsrechtlich. Gucken wir uns den letzten und schwierigsten Fall an. Das ist der Fangfall für alle, die bei Schuldrecht nicht aufgepasst haben. Schauen Sie sich diesen Fall ganz genau an. A hat die Firma Preiswert Print EK, betreibt eine Druckerei, aber nicht in seinem eigenen Gebäude, sondern einem Gebäude, was dem X gehört. Dann beschließt A mit B eine A und B OAG zu gründen, A bringt Druckerei ein, B die Bareinlage und jetzt 5 Monate nach der Eintragung begehrt der X, der in den letzten 2 Monaten keine Miete mehr bekommen hat, Zahlung der rückständigen Miete. Nochmal, das sind Monat 4
und Monat 5 nach Gründung der OHG. Es geht also nicht um Miete für die Zeit vor der OHG, sondern es geht um Miete für die Zeit nach Gründung der OHG. Was könnte da die Anspruchsgrundlage für die Zahlung der Miete sein? Jetzt sagen Sie nicht 433 Absatz 2, das ist nämlich der Kaufvertrag. Was könnte die Anspruchsgrundlage sein für die Zahlung der Miete für diese Monate? Ja? Ja, 535 Absatz 2 BGB. Und wer ist der Vertragspartner des Mietvertrages? Mit wem wurde der Mietvertrag abgeschlossen? Ja? Von A unter der Firma Preiswert Print EK. Das heißt, Schuldner der Miete ist zunächst mal der A. Warum könnte die OHG für diese Mietschuld haften? Warum könnte die OHG für diese Mietschuld haften? Ja? Wahrscheinlich die OHG für die Landfrage im Landfrage 8 Absatz KGB, Absatz 1 für die Satz 1 für die Verbindlichkeiten des frühen Geschäftsinhabers haftet und damit ja auch praktisch sozusagen implizit in den Mietvertrag mit eintritt. Ja, gucken wir uns ganz sauber mal die Rechtsfolge des 28 Absatz 1 Satz 1 HGB an. Wofür haftet die OHG nach 28 Absatz 1 Satz 1 HGB? Es geht schon wieder jemand. Irgendwas mache ich hier falsch. Vielleicht soll ich eine Tanzeinlage einlegen. Kleine Steppeinlage oder sowas. Lassen die Leute schon die Stifte fallen vor Schreck. Was ist die Rechtsfolge? Wofür haftet die OHG? Ja? Für alle im Betrieb des Geschäfts entstandenen Verbindlichkeiten. Ja, für alle im Betrieb des Geschäfts entstandenen Verbindlichkeiten. Ja, gut, Betrieb des Geschäfts hat damit zu tun. Entscheidender ist welches Wort? Früher. Nein? Entscheidend ist das Wort entstanden. Denn wann entsteht der Anspruch auf Mietzins? Wann entsteht der Anspruch auf Zahlung der Miete? Müssen Sie bei Abschluss des Mietvertrages für die komplette Mietzeit die Miete bezahlen? Der entsteht immer Monat für Monat. Das heißt, Sie zahlen am Monatsanfang für den kompletten Monat. Ja? Und jetzt kommen wir langsam zum Problem. Wann ist denn dieser Anspruch hier entstanden? Erst nach Gründung der OHG. Erst nach Gründung der OHG entstanden. Also kann dieser Anspruch übergehen. Die im Geschäftsbetrieb entstandenen Ansprüche.
ist dieser Anspruch im Geschäftsbetrieb des früheren Inhabers entstanden. Anders ausgedrückt, gibt es zu diesem Zeitpunkt noch einen Geschäftsbetrieb des früheren Inhabers? Wem gehört der Geschäftsbetrieb in diesem Moment, als die Forderungen entstehen? Wer betreibt das Geschäft? Ja? Die OHG und nicht mehr der A. Das heißt, die Forderung ist nicht im Geschäftsbetrieb des A entstanden und damit kann sie auch nicht auf die OHG übergehen. Das heißt, 28 hilft uns schlicht gar nichts. Frage, ist der Mietvertrag möglicherweise übergegangen von A auf die OHG? Ist also jetzt neuer Mieter automatisch die OHG geworden? Haben wir also einen Wechsel des Mieters, Kraft Gesetzes gehabt? Haben wir dafür irgendwie Anhaltspunkte, dass hier der Mieter ausgetauscht worden ist, dass Vertragspartner jetzt nicht mehr A ist, sondern stattdessen die OHG? Ist das so? Und stellen wir, Sie wären der Vermieter, fänden Sie das sinnvoll? Ja, ich finde das wäre schon sinnvoll, weil ich ja dadurch einen zusätzlichen Haftpflicht hätte. Haben Sie zwingend einen zusätzlichen Haftpflicht? Wenn der Vertragspartner wechselt, was passiert denn dann, wenn der ausscheidet? Der kann ja sagen, okay, jetzt bin ich für einen Monat Gesellschaft, jetzt habe ich doch die Nase voll, jetzt machst du alleine weiter. Der kann die OHG ja wieder verlassen. Also er sucht sich den Menschen aus der Unterführung, den Flaschensammler und sagt, komm, steig ein, großes Business. Und nach einem Monat sagt er so, ich bin raus, viel Spaß, mach mal schön weiter. Was wäre denn dann? Würde er dann für die Mietschulden nach seinem Austritt weiterhaften? Für die Neuen wahrscheinlich nicht. Für die Neuen wahrscheinlich nicht, wenn er nicht Mieter ist. Also wenn Sie einen Mietvertrag haben auf 10 Jahre und nach einem Jahr wollen Sie raus, holen sich den Kompagnon von der Bahnhofsunterführung, sagen, okay, wir machen weiter und dann steigen sie nach einem Monat aus, dann macht der alleine weiter und sie sind den 10 Jahre Mietvertrag auch los. Kann das so funktionieren? Nein. Also, die Vertragsparteien des Mietvertrages verändern sich nur dann, wenn man eine Vertragsänderung vereinbart. Das kann man machen, das setzt voraus, 2 übereinstimmende Willenserklärungen, einen Antrag und eine Annahme. Haben wir hier 2 übereinstimmende Willenserklärungen, dass die Partei des Mietvertrages ausgetauscht werden soll und Mieter nicht mehr A, sondern die OHG sein soll? Nein. Denn Schweigen ist keine Willenserklärung und damit ist hier nichts ersichtlich. Damit ist Schuldner der Mietschuld ausschließlich der A und man kann von der OHG nichts verlangen. Das Ergebnis finden aber manche Leute ungerecht, weil die sagen, es kann doch nicht sein, die OHG macht ihr Geld in den Räumen und die Miete zahlt allein der A, was ist denn mit dem B? Und deshalb sagen die, im Innenverhältnis haftet wiederum die OHG, weil sie das Ganze wirtschaftlich nutzt, das heißt der A hat einen Anspruch gegen die OHG auf Freistellung aus 670 BGB. Das heißt, die OHG muss es im Innenverhältnis zahlen. Trotzdem darf der Vermieter nicht die OHG unmittelbar verklagen. So, das war 25 bis 28 HGB. Und weil wir so gut dabei sind, machen wir jetzt noch 5 Minuten ZPO. Sie wissen, ZPO ist nicht schwierig, das kann jeder. Ach, das noch. Wir fangen ganz einfach an. ZPO ist total einfach. Das Erste, was Sie wissen müssen, ist, wenn Sie von jemandem was haben wollen, dann müssen Sie ihn verklagen. Und verklagen tun Sie Menschen, indem Sie eine Klageschrift einreichen. Und zwar bei einem Gericht. Und es kommen eigentlich immer nur die Amtsgerichte und die Landgerichte in Betracht.
Amtsgerichte haben den Vorteil, die sind in fast jedem kleineren Ort. Landgerichte sind in größeren Orten. Zum Beispiel in Bonn gibt es ein Landgericht und ein Amtsgericht. Während in Viersen gibt es vielleicht nur ein Amtsgericht. Ja? Und Sie müssen sich bei einem Gericht fragen, klagen Sie beim Amtsgericht oder beim Landgericht? Und die Antwort darauf lautet, wenn es um kleinere Beträge geht, klagen Sie beim Amtsgericht. Wenn es um große Beträge geht, klagen Sie beim Landgericht. Einfach? Ja, total einfach. Das ist geregelt in § 23 des Gerichtsverfassungsgesetzes. Da steht drin, bestimmte Sachen, dafür sind die Amtsgerichte zuständig. Immer, wenn es um Wohnraummiete geht, gehen Sie zum Amtsgericht. Immer, wenn es um Streitigkeiten geht, so 5.000 Euro, gehen Sie zum Amtsgericht. Weil man sagt, das sind Peanuts, das kann so ein Richter im Nebenbei-Verfahren erledigen. Wenn es unter 600 Euro ist, kann der Richter das so machen, dass Sie keine Möglichkeit haben, was dagegen zu tun. Dann macht es einfach im schriftlichen Verfahren und sagt, Sie haben Unrecht, Unterschrift Richter und Sie haben verloren. Das heißt, da ist nicht viel mit ZPO. Das könnten Sie auch. Landgericht, da sitzen dagegen im besten Fall drei Richter, eine sogenannte Kammer. Da sitzen drei Richter und die entscheiden über ihren Fall. Das heißt, Landgericht ist Premiumgericht, Amtsgericht ist so Billiggericht. Ja? Das ist die sachliche Zuständigkeit. Das ist einigermaßen klar. Kleine Sachen zum Amtsgericht, große Sachen zum Landgericht. Zweite Sache, die örtliche Zuständigkeit. Ich habe Ihnen eben gesagt, es gibt mehr als ein Landgericht in Deutschland. Es gibt mehr als ein Amtsgericht in Deutschland. Und wenn Sie sich überlegen, klage ich in Köln, Bonn oder Düsseldorf, dann sollen Sie das nicht überlegen, wo die schönsten Sehenswürdigkeiten stehen, sondern das Gesetz sagt Ihnen, Sie können nicht da klagen, wo Sie wollen, sondern Sie müssen irgendwo an einem bestimmten Gericht klagen. Und der Grundsatz ist, Sie müssen da klagen, wo der Beklagte seinen Wohnsitz hat. Wenn Sie also jemanden verklagen, der in Potsdam wohnt, müssen Sie grundsätzlich in Potsdam klagen und dann zur mündlichen Verhandlung nach Potsdam fahren. Also suchen Sie sich irgendwelche, die Sie verklagen, die in schönen Orten sind, Greifswald, da können Sie am Surfen gehen oder sowas, und verklagen Sie dann in Greifswald. Dann fahren Sie dahin, machen Verhandlungen, und nachmittags können Sie noch surfen gehen und abends fahren Sie zurück. Und wenn Sie gewinnen, zahlt der Verlierende die Reisekosten. Ja? Also Sie verklagen immer da, wo der Beklagte seinen Wohnsitz hat. Das ist einfach, ja? Es gibt aber auch wahlweise sogenannte besondere Gerichtsstände. Zum Beispiel können Sie da klagen, wo der Vertrag zu erfüllen gewesen wäre. Auch das ist zulässig, damit man da Beweis erheben kann. Und es gibt bestimmte ausschließliche Gerichtsstände. Da haben Sie keine Wahl, da müssen Sie woanders klagen. Zum Beispiel, wenn es um Grundstücke geht, müssen Sie da klagen, wo das Grundstück ist. So einfach ist ZPO. Sehen Sie, das nennt man Zuständigkeit. Sachliche Zuständigkeit heißt Amtsgericht oder Landgericht. Örtliche Zuständigkeit heißt, welches von den ganzen Amtsgerichten in Deutschland dürfen Sie denn auswählen. Und Sie haben die Wahl zwischen dem Ort des Beklagten und Besonderen. Während wenn ein Ausschließlicher zukommt, müssen Sie da klagen, wo ausschließlich ist. Man ist ZPO einfach. Und was hat das mit Handelsrecht zu tun? Ganz einfach. Es gibt eine Regelung in § 38, die sagt, Sie können ein auch unzuständiges Gericht wählen, wenn Sie Kaufmann sind. Also wenn Sie Kaufmann sind, können Sie sich einigen mit dem anderen Vertragspartner, dass Sie gerne klagen möchten, wo ist denn mal schön, in München. Und Sie sagen, München, da wollten wir immer schon mal hinfahren und dann fahren Sie beide nach München und der Verlierer zahlt die Kosten für den Gewinner. Das können Sie nicht machen, weil Sie keine Kaufleute sind. Wenn Sie Kaufleute wären, könnten Sie das machen. Das sagt § 38 Absatz 1 ZPO. Und das nennt man Prorogation. Und das machen wir dann nächste Woche. Das ist ZPO, wie gesagt. Das ist schon mal ein Vorblick auf alles, was Sie können müssen. Wenn Sie das können, dann können Sie mehr als Handelsrecht.